Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur nächsten Wahlkonfrontation im ORF. Heute ist erstmals der Spitzenkandidat der FPÖ dabei. Hans-Christian Strache hat sich zuletzt vertreten lassen. Die Neos tun das heute. Ich begrüße daher die Listenzweite Irmgard Gries. Ihnen beiden herzlich willkommen im Studio. Die interessierten Schülerinnen und Schüler, die die Konfrontationen direkt hier im Studio verfolgen und vielfach erstmals wahlberechtigt sind, sind heute aus der Sir Karl Popper Schule, dem Gymnasium Stubenbastei, dem Theresianum sowie der HLTW Bergheidengasse, alle in Wien. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern heiße ich auch Sie recht herzlich hier im Studio willkommen. Zu den Regeln sei wie immer dazu gesagt, die Sitzordnung wurde zuvor gelost, wer links und rechts sitzt, und die Redezeit wird mitgestoppt, damit sie über die Sendung hinweg einigermaßen ausgeglichen ist. Den jeweiligen Zwischenstand sehen Sie am Tisch vorne auch immer wieder eingeblendet. Wir haben die Parteien übrigens gebeten, vor Beginn unserer Konfrontationenreihe bekannt zu geben, wen sie gegen wen schicken. Nicht zuletzt auch deshalb, damit sich das Gegenüber darauf einstellen kann. Die Neos, Frau Gries, haben uns mitgeteilt, und das war Stand bis gestern, dass immer der Spitzenkandidat, also Matthias Strolz, kommt. Warum ist er heute nicht da? Wir haben das besprochen und haben dann gemeint, es wäre ganz gut, wenn ich das machen würde. Denn ganz am Beginn haben wir das auch überlegt, haben wir gesagt, irgendeine Fernsehdiskussion werde ich machen, so eine Konfrontation. Und jetzt hat sich das so ergeben, dass es vom Termin passt und natürlich auch vom Thema und vom Gegenüber. Also ich habe mich sehr gefreut, dass ich die Möglichkeit habe, hier mit Heinz-Christian Strache zu diskutieren. Also die Freude liegt ganz auf meiner Seite. Fein. Ich habe nur deswegen gefragt, weil es so kurzfristig und entgegen der Ankündigung war. Aber wenn Sie beide damit einverstanden sind, umso besser. Wenn man Ihre beiden Parteien den Menschen nennt und nach den Unterschieden fragt, dann ist es vor allem die Haltung zu Europa, die da sehr schnell ins Treffen geführt wird. Herr Strache, vor allem seit dem Brexit, seit dem EU-Austritt Großbritanniens, will die FPÖ, dass sich die EU zu einer reinen Wirtschaftsunion zurückentwickelt. Warum soll Europa keine politische Union mehr sein? Nein, wir wollen, ich sage, aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Und was haben wir erlebt? Wir haben erlebt, dass die Briten ausgetreten sind. Das hätte gar nicht passieren müssen. Hätte man rechtzeitig auch in der Europäischen Union darauf gehört, dass gewisse zentralistische Entwicklungen vielleicht nicht ganz so optimal waren, hätte man da die Bereitschaft gehabt, mehr Subsidiarität auch möglich zu machen und nicht in Richtung eines zentralistischen europäischen Bundesstaates oder einer Republik Europa zu gehen. Ich glaube, dann wäre das wahrscheinlich zu vermeiden gewesen. Und ich habe gehofft, dass man daraus lernt. Und jetzt auch einen der Vorschläge, den Juncker eigentlich auch vorgeschlagen hat, nämlich 5 Punkte, die sind da an diese EU-Tür genagelt worden. Da hat er in Punkt 4 unter anderem auch drinnen gehabt, mehr Subsidiarität, weniger Aufgaben an die Europäische Union, aber dafür sind die zu erfüllen. Und das wäre eben nach unserer Auffassung endlich auch die Sicherstellung des Schutzes der EU-Außengrenzen, wo die Europäische Union leider versagt. Ja. Oder auch der Bereich, natürlich, ich sage, in der Wirtschaftspolitik natürlich auch stärker da und dort zusammenzuarbeiten, aber sehr wohl auch zu erkennen, es ist vernünftig, ja, die Kritik, die es gibt, ja, ich sag, bei den Bürgern Europas ernst zu nehmen und ich sag, vielleicht da oder dort auch wieder Rechte an die Nationalstaaten abzutreten. Aber keine politische Union, wie es damals geheißen hat, nach dem Ausgang des Referendums in Großbritannien, darauf hat meine Frage abgezielt, diese Haltung ist nicht mehr so dezidiert. Wir unterscheiden uns in diesen Positionen natürlich, denn ich sage, die Neos wollen eine Entwicklung hin zu einem Bundesstaat Europa, der wäre zentralistisch. Man kann auch Republik Europa sagen. Wir wollen, dass es ein föderales Europa gibt, wo wir unsere Souveränität, unsere Neutralität nicht aufgeben. Ja, darauf bestehen wir. Und wir wollen natürlich, ich sage ganz bewusst, ein Europa, wo die Bürgerstärke eingebunden werden wieder und wo wir auch klar und deutlich kommunizieren, halt, nicht-europäische Länder haben als Mitglied in der Europäischen Union nichts verloren, wie die Türkei. Wir wollen eine Europäische Republik, ist ja tatsächlich ein Standpunkt der Neos. Das ist ein Fernziel. Also Matthias Strolz sagt das immer wieder, also sein Traum wäre einst, das wird noch eine Zeit dauern, eine Europäische Republik. Und ich glaube, dass dieser Gegensatz nicht, also das teile ich nicht, was Sie da gesagt haben, mit dem Zentralismus. Ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Ich glaube, die Europäische Union soll jene Aufgaben erfüllen,
die gemeinsam besser erfüllt werden können. Das ist dann nicht zentralistisch, nicht? Das ist einfach, wenn man sieht, und das ist der Schutz der Außengrenzen zum Beispiel, gemeinsame Asylpolitik ist ganz wichtig, auch bei der Wirtschaftspolitik da eine Übereinstimmung. Das sind Aufgaben, die Europäische Union besser erfüllen kann. Und daher muss es auf europäischer Ebene geschehen. Das hat mit Zentralismus, glaube ich, nichts zu tun. Aber Frau Gries, das Modell, das der Herr Stolz immer präsentiert, die Republik Europa, beinhaltet in seiner Vorstellung, dass wir als Staat unsere Souveränität und Neutralität aufgeben sollen. Das müssen Sie zugeben. Er sagt ja auch, er will Teil eines europäischen Militärbündnisses werden. Jetzt wissen wir aus der Erfahrung, dass die europäischen Unionsmitglieder, die nicht neutral sind, ja, wir sind neutral, darauf sind wir stolz, das sollten wir auf alle Fälle sicherstellen, dass die anderen Länder auch Teil der NATO sind. Und so schließen wir grundsätzlich aus. Wir sagen, wir wollen unsere Neutralität wieder belebt wissen, wie Bruno Kreisky das auch sehr vernünftig gemacht hat, und uns viel stärker als Vermittler in Europa, aber auch in der Welt einbringen. Und ich glaube, da wäre großer Handlungsbedarf gegeben und da hätten wir auch eine Akzeptanz. Ja. Es ist schade, dass man diese Neutralität auch schon in den letzten Jahren unter einer Regierung von Rot und Schwarzer Seite begonnen hat auszuhöhlen. Also Österreich war nie daran gehindert, Vermittler zu sein und wird es auch in Zukunft nicht sein. Das ist eine Rolle, die Österreich immer wahrnehmen kann. Und was die Neutralität betrifft, dann ist natürlich die Neutralität, wie sie ursprünglich im Zusammenhang mit dem Staatsvertrag beschlossen wurde, hat sich geändert, aus mehreren Gründen. Mit dem Beitritt zur Europäischen Union musste die Verfassung in diesem Punkt geändert werden. Und mit der gemeinsamen Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik ebenfalls. Da hat Österreich immer mitgezogen. Und jetzt müssen wir sagen, was bedeutet Neutralität? Neutralität bedeutet, keinem Militärbündnis beizutreten. Das ist nach wie vor aufrecht. Ja. Aber, das aber Sie schreiben in Ihrem Wahlprogramm, Frau Gries, die Neutralität sei obsolet. Genau. Also da wagen sich die Neos sehr weit vor. Das heißt, dass die ursprünglich, so wie die Neutralität ursprünglich gesehen wurde, 1955, dass diese Neutralität heute nicht mehr aktuell ist. Also obsolet ist? Hätte Österreich nie Mitglied der Europäischen Union werden können. Oh ja, denn wir haben ja mit dem Beitritt zur Europäischen Union in den Vertragsverhandlungen genau das sichergestellt, dass diese Neutralität nicht in Frage gestellt wird. Und das war ja eine Bedingung. Und ich gebe Ihnen schon recht, es gab dann die Petersberger Beschlüsse, die haben festgemacht, dass wenn die Europäische Union militärisch angegriffen werden sollte, wir dann im Parlament die Entscheidung zu treffen haben, in welcher Art und Weise wir den EU-Ländern helfen, ob das jetzt im Zivilschutzbereich oder in anderen Bereichen der Fall ist, aber eben ausdrücklich nicht militärisch bis zu dem Zeitpunkt. Und ich sage, da haben wir schon eine Verantwortung. Wir haben zwei Weltkriege erlebt und die waren wirklich grausam mit zig Millionen Menschenopfern. Und ich will hier der österreichischen Bevölkerung als Garant schon sicherstellen, dass wir nie wieder Teil eines Militärbündnisses werden, das vielleicht sogar in Offensivkriege geht, wie das die Europäische Union ja auch vorhat. Aber Sie haben im zu Beginn dieses Jahres noch von einer europäischen Verteidigungsarmee gesprochen, wo Sie sich eine Teilnahme durchaus haben vorstellen können. Das ist unrichtig, Herr Leitner, und das habe ich, ich glaube, schon zum fünften Mal klargestellt und richtig gestellt. Es ist unrichtig. Es hat ein APA-Journalist mir die Frage gestellt, die Europäische Union hat Atomwaffen, wie ich dazu stehe. Habe ich gesagt, das ist eine Realität, dass die Atomwaffen hat, siehe Frankreich, ja, aber auch Großbritannien, wie Sie wissen. Die Deutschen nicht direkt, weil dort sind die amerikanischen Atomwaffen bei den Abfangjägern Realität. Und darauf wurde ich angesprochen, was ich der Europäischen Union vorschlagen würde, in Zukunft die Problemlagen auch außenpolitisch und verteidigungspolitisch zu lösen. Und da habe ich damals sehr wohl gesagt, natürlich muss die Europäische Union sich verteidigungspolitisch ausrichten, aber wir Österreicher dürfen kein Teil davon also sein. Also nein zu einer gemeinsamen EU-Armee. Bitte Sie um ein bisschen kürzere Antworten, nachdem Sie aber das doppelt darf ich das so lange... Bitte, ja. Also der Kern der österreichischen Neutralität, kein Beitritt zu einem Militärbündnis, ist nach wie vor aufrecht. Das, hat sich nichts geändert? Gerade, der Herr Stolz fordert, Teil der Europäischen Armee zu sein. Das habe ich nicht gelesen, aber ich möchte noch ganz kurz bei der Neutralität bleiben, weil es nicht unwesentlich ist und noch nicht so oft diskutiert wurde, auch im Wahlkampf. Da hatten die Neos tatsächlich geschrieben, dass die betroffenen Rechtsnormen im Neutralitätsgesetz sogar an den Status quo angepasst werden, von dem die Neos meinen, der entspricht gar nicht mehr der Idee des Neutralitätsgedankens von 1955. Das heißt, inwiefern soll da das Neutralitätsgesetz geändert werden, Ihrer Meinung nach?
Das Neutralitätsgesetz hat als wesentlichen Kern kein Beitritt zu einem Militärbündnis. Das ist nach wie vor aufrecht. Ja, und bei anderen Bestimmungen, dass jetzt eine Beteiligung an europäischen Verteidigungsmaßnahmen heute notwendig ist, wo sich die Bedrohungslage völlig verändert hat, der Schutzschirm, den wir lange hatten durch die USA, der, das wissen wir nicht, besteht nicht mehr. Wenn man die Äußerungen von Trump ernst nimmt, dann muss sich Europa selber verteidigen. Und da kann, muss Österreich sich daran beteiligen. Also doch. Das hieße eine militärische Solidarität innerhalb Europas. Genau, wir sind doch Mitglied der Europäischen Union. Und als Mitglied der Europäischen Union müssen wir bei dieser wesentlichen Aufgabe, die die Europäische Union hat, den Frieden sicherzustellen, die Verteidigung, das, was Sie gesagt haben, kein Krieg in Europa. Frau Dr. Gries, ich glaube, der beste Schutz vor Krieg und Zerstörung ist unsere Neutralität. Und ich erinnere ja nur an die Situation, dass ja die NATO mit europäischen Unionsländern ja auch militärisch im Irak und anderswo tätig gewesen ist. Ja. Ich sage genau, da wollen wir nie dabei sein. Das ist sagt grundsätzlich. Aber auch nein, aber dorthin hat man in der Vergangenheit immer wieder aus Seiten der ÖVP, aber auch aus Seiten der Neos sehr wohl Vorstöße gemacht, Teil einer europäischen Armee werden zu wollen. Ja, aber und das beinhaltet die NATO und das beinhaltet auch in der Europäischen Unionsvorgabe auch einen möglichen Offensivkrieg. Und das wollen wir gar nicht. Wir auch nicht. NATO und die gemeinsame Verteidigung der Europäischen Union sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Österreich kann als neutraler Staat nicht der NATO beitreten. Da soll sich überhaupt nichts ändern. Aber als Europäische Union brauchen wir eine gemeinsame Verteidigung. Was glauben Sie, wenn jetzt eine fremde Armee einmarschiert, die werden sagen, aha, das ist die österreichische Grenze, die ist neutral, da können wir nicht hinein. Glauben Sie das wirklich? Die Schweiz, glaube ich, das schon. Aber, ja, bei aller Wertschätzung, das war jetzt ein Widerspruch. Frankreich, Deutschland, andere europäischen Unionsländer, die, wo Sie sagen, da sollten wir in einer europäischen Armee werden, ne? Die sind alle NATO-Mitglied. Das beinhaltet automatisch dann die Verschränkung mit der NATO. Nein, und nein, das kann nicht man nicht sein. So sehen. Ja. Gut, Sie sehen das anders, ein europäisches Verteidigungsbündnis, dem ist können die NEOS etwas abgewinnen. Ist Neutralität vereinbar? Genau, aus Ihrer Sicht und daher differieren da die Haltungen zu einem gemeinsamen EU-Armee oder Verteidigungsbündnis, wie auch immer. Das führt uns auch zur Position zu Russland. Es ist interessanterweise so, dass die Freiheitlichen tendenziell immer antirussisch eingestellt waren. Das hat mit der Geschichte der Nachkriegszeit zu tun. Heute ist das anders und sie denken sogar eine Freihandelszone mit Russland an. Also nicht mehr die Türkei, sondern Russland soll mehr an die EU herangeführt werden. Inwiefern verbindet sie das? Da hört man auch von den Neos oft, dass wir die Russen vergessen hätten in der Zeit nach der Wende 89 und zu wenig Kooperation mit ihnen eingeführt hätten. Eine Freihandelszone mit Russland? Also zum einen nur, die Freiheitliche Partei war immer antikommunistisch und hat daher natürlich, als es die Sowjetunion gab und eine kommunistische Diktatur gab, sehr wohl vor dieser Entwicklung gewarnt, die natürlich auch für Europa bedrohlich war. Und wir sind froh, dass es dann auch zu einem Zerfall der Sowjetunion gekommen ist, wo ja heute viele osteuropäische Länder endlich auch frei sind und auch eine demokratische Entwicklung nehmen konnten. Das zum einen. Darüber hinaus. Ja, ja, aber weil Sie da etwas in den Raum gestellt haben. Ja. Wir sind nie gegen ein Land oder gegen Völker, nein. Sondern wir stellen fest, dass Russland geografisch, kulturell, historisch ein Teil Europas ist. Und wir wissen aus der historischen Erfahrung, dass immer dann, wenn Russland näher nach Europa gerutscht ist, das eine nachhaltige, gute, friedliche Entwicklung auch bedeutet hat. Wenn man Russland weggestoßen hat von Europa, dann war das leider nicht unbedingt gut für die Entwicklung Europas. Und wir wünschen uns, dass wir die Konflikte, die jetzt da sind, hoffentlich überwinden, dass wir die Sanktionen hoffentlich hinter uns lassen und dass am Ende eine Freihandelszone mit Russland möglich wird und dadurch auch ein Friedensprojekt Europa gestärkt werden kann. Also liegen Sie da eng beieinander? Die EU-Mandatarin der NEOS, Mlina, hat eine EU-Mitgliedschaft Russland so als langfristige Vision in den Raum gestellt? Ja, also das wird sehr weit weg liegen. Nein, aber ich meine, das Problem liegt doch darin, wie sich Russland in der letzten Zeit verhalten hat. Die Annexion der Krim, die militärischen Aktivitäten im Osten der Ukraine, die haben doch dazu geführt, dass die Sanktionen verhängt
werden mussten, aus meiner Sicht, um hier Grenzen aufzuzeigen. Und der Friedensprozess, der gestartet wurde, der hat eben noch nicht das Ergebnis gebracht, dass man sich erhofft hat, dass es wirklich einen Waffenstillstand in der Ostukraine gibt. Und eigentlich müsste sich Russland aus der Krim zurückziehen. Aber dazu ist es nicht gekommen. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass Europa Russland wegschiebt oder wegstößt. Wäre ich auch ganz dagegen. Es ist so, dass Russland durch seine Expansionspolitik die Europäische Union dazu gebracht hat, farbig bekennen zu müssen. Ist uns also die muss Freiheit man, ich, kritischer eines sein, Volkes ja. wichtig? Ich sage jetzt bewusst, das muss man vielleicht ein bisschen differenzierter sein. Mhm. Es hat ja die Heranführungsgespräche mit der Ukraine gegeben und das war ja gut. Ich war damals leider einer der wenigen politischen Verantwortungsträger in Österreich, aber auch in der Europäischen Union, der eindringlich gebeten hat, bitte Europäische Unionsvertreter, führt trilaterale Gespräche, EU, Ukraine und Russland. Das hat man nicht gemacht, da war man sehr arrogant und hat sich gedacht, na, wozu braucht man die Russen da? Das war eine heikle Entwicklung und das hat ja dann auch zum Maidan geführt. Sie wissen ja, das war ja durchaus eine Revolution, die auch stattgefunden hat, auch mit Opfern. Und dann hat man mit der neuen Regierung, nachdem die alte gestürzt worden ist, sofort alle Minderheitenrechte der russischen Minderheit von über 10 Millionen versucht, im Parlament... Frau Chris, die russische Landessprache, die russische Sprache hätte in der Ukraine verboten werden sollen. Es war im Parlament. Beschluss, ja. Das hat man dann rückgängig gemacht. Aber so kann man halt nicht agieren. Und da muss man beide Seiten auch in ihrer Verantwortung sehen. Wenn Sie von Ausdehnung reden, es hat ja auch Abkommen nach der deutschen Wiedervereinigung gegeben, die vereinbart worden sind, dass die NATO sich eben nicht weiter Richtung Osten entwickelt und in Richtung russischer Grenze annähert. Ja. Jetzt muss man Verständnis haben, dass die Russen sich sehr wohl auch bedroht fühlen. Ne? Und ich sage, da braucht es ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Genau. Deshalb hätte ich mir gewünscht, dass wir nicht Partei ergreifen, als Österreicher, unsere Neutralität und Vermittlerrolle da einnehmen. Aber schon in diesem Fall beispielsweise ist es so, dass die Europäische Union als Gesamtes natürlich diese Sanktionen verhängt. Genau. Wie stehen Sie dazu? Die NEOS grundsätzlich? Ich finde das absolut richtig. Skeptisch. Also ich war mehrmals in der Sie Ukraine in Kiew. Sie persönlich finden die Sanktionen richtig? Ich war mehrmals in der Ukraine in Kiew am obersten Gericht, weil man sich dort bemüht, das Justizsystem zu reformieren und war auch in der Zeit in Kiew, also 2011, 2012. Und da war ein ganz starker Wunsch, dass es möglich ist, dort auch eine liberale, demokratische Entwicklung zustande zu bringen. Das war nicht gegen Russland gerichtet. Die Leute wollen dort auch ihr Leben selber in die Hand nehmen können. Gut, aber es hat nun die Annexion der Krim gegeben. Russland-Sanktionen schaden österreichischen Unternehmen vielfach. Sie sind der Meinung, oder die FPÖ ist der Meinung, die kehren wieder weg, die NEOS? Also ich finde, dass Europa ist eine Rechtsgemeinschaft. Europa ist eine Wertegemeinschaft. Europa muss zu diesen Werten stehen. Und wenn diese Werte, die auch das Selbstbestimmungsrecht der Völker mit beinhalten, verletzt sind, dann muss Europa Farbe bekennen, auch wenn das wirtschaftliche Nachteile bringt. Aber natürlich, und da bin ich jetzt wieder bei Ihnen, aber natürlich muss man alles tun, um diese Situation wieder zu bereinigen und sich wieder anzunähern. Aber dass das geschehen ist, das finde ich ganz richtig. Also da bin ich eben anderer Meinung. Ich hätte mir gewünscht, dass wir die neutrale Position da gelebt hätten, nicht den Fehler gemacht hätten, da bei den Sanktionen dabei zu sein und uns eben in der Vermittlerrolle eingebracht hätten. Das wäre glaubwürdig gewesen. Ich glaube, das wäre auch angenommen worden. Und natürlich, wenn Sie von Selbstbestimmung, wenn Sie von Selbstbestimmung reden, ne, dann muss man gesamteuropäisch verhängt worden sind. Was ist ein gelinderes Mittel, als einem anderen Staat zu zeigen, bisher und hier und nicht weiter, wenn nicht mit dem gelindesten Mittel der wirtschaftlichen Sanktionen? Ja, ich glaube, dass man das vorher eben verhandeln hätte müssen. Nein, das war eben die Vorgangsweise auch der Europäischen Union, die mitverantwortlich ist an der Entwicklung. Hätte man vorher trilaterale Gespräche geführt, hätte man die Frage Krim und auch die militärische Stationierung der russischen Soldaten dort geregelt, wäre man auf die Minderheitsprobleme der 10 Millionen Russen in der Ukraine eingegangen und hätte Autonomie möglich gemacht, dann wäre das verhinderbar gewesen. Das Problem ist, jetzt sprechen Sie zu Recht von Selbstbestimmung, das ist genau der Punkt. Wo beginnt sie, wo hört sie auf? Will man den Katalanen deren Selbstbestimmungsrecht geben oder nicht, dass sie abstimmen dürfen? Wir erleben jetzt auch dort eine Situation, wo das verhindert werden soll mit allen möglichen polizeilichen Mitteln. Wir haben Abstimmungen erlebt, im Kosovo nicht. Da wurde gegen die UN-Resolution 1244 sie sind jetzt Kosovo als unabhängig erklärt. In
Auf der Krim. Das ist auch ein wirklich neues und interessantes Thema in der Wahlauseinandersetzung. Ganz kurz dazu etwas, dann würde ich gerne zu einem anderen Thema kommen langsam. Herr Strache, da gebe ich Ihnen recht, man hätte da vielleicht vorher besser aufpassen sollen. Nur, nachdem das passiert ist, da stellt sich ja die Frage, das können wir ja nicht mehr rückgängig machen. Und das war ja Ihre Frage, sind da nicht Sanktionen dann das einzige Mittel? Weil ansonsten hieße das ja, dass man sagt, na, wir haben das versäumt, wir haben das leider nicht gemacht, können wir nichts mehr machen. Das kann doch auch nicht Ihre Einstellung dazu sein. Für die Aufrechterhaltung der Russland-Sanktionen und dagegen. Das ist sozusagen für weitere Verhandlungen, Bemühungen, das zu bereinigen. Zusammengefasst. Ich möchte eine kurze Zwischenbilanz, was die Redezeit betrifft, ziehen. Da sind Sie nämlich schon bei knapp 10 Minuten, Sie bei 6 Minuten. Also Sie müssen der Frau Gries jetzt ein bisschen vielleicht die Möglichkeit bieten, das aufzuholen. Und zwar beim Thema Staatsbürgerschaft und Wahlrecht. Da wollen nämlich die NEOS interessanterweise ein Wahlrecht für alle haben, unabhängig der Staatsbürgerschaft. Das heißt, jeder, der in Österreich wohnt, soll tatsächlich wählen dürfen. Wer EU-Staatsbürger ist, soll auch das passive Wahlrecht haben, also zum Bundespräsidenten kandidieren dürfen, auch wenn er nicht aus Österreich kommt. Das hieße beispielsweise in Wien, dass von den 1,5 Millionen Menschen im wahlberechtigten Alter, von denen nur 1 Million wahlberechtigt ist, eine 500.000 dazukommen würde. Auf kommunaler Ebene gibt es das ja schon. Wenn jemand in eine bestimmte Zeit... Das ist Zeit, EU-Recht, über das müssen wir nicht diskutieren. Ja, genau. Sie meinen jetzt Nationalratswahl. Meinen Sie jetzt? Die NEOS wollen das für alle Wahlen, die es in Österreich gibt. Das kann man natürlich überlegen. Also ich wäre oft gerade von Ausländern... Nein, das wollen die NEOS. Ja, ich weiß. Ja. Aber ich wollte ja sagen, welche Gründe sprechen dafür? Ich will diese Position erklären. Bitte. Es spricht dafür, wenn jemand in einem Staat, nehmen wir an, 10 Jahre lebt, Steuern zahlt, hier seinen Lebensmittelpunkt hat, dann ist es eigentlich schwer zu begründen, warum der nicht mitbestimmen soll. Der zahlt genauso die Steuern wie die anderen. Der ist da. Der fühlt sich Teil dieser Gemeinschaft. Der ist voll integriert. Die Deutschen, die bei uns sind zum Beispiel, hat kein Sprachproblem und nichts. Ne? Also, warum sollte er dann nicht mitbestimmen können? Ich werde oft von Deutschen zum Beispiel angesprochen, die sagen, wir verstehen das eigentlich nicht. Ich bin 20 Jahre in Österreich, 25 Jahre, wählen darf ich nicht. Das ist schon berechtigt, dass man darüber nachdenkt. Aber es geht ja nicht nur um EU-Bürger, NEOS wollen das für alle. Für alle Bürger, die in Österreich einen Wohnsitz haben. Also ich weiß nicht, ob Sie diese Extremposition vertreten, also das geht sehr weit. Aber wenn man einen entsprechend langen Zeitraum hat, dann kann man das auch rechtfertigen. Also ich weiß es, Sie vertreten diese extreme Position, wenn Sie sie als extrem bezeichnen. Das ist also jetzt Ihre Diktion gewesen. Das ist die Extremposition auch der linken Grünen. Ne? Da erleben wir ja auch seit Jahren die Forderung, dass jeder zugewanderte Mensch, gleich ob aus der Europäischen Union, gleich ob aus einem Drittstaat von außerhalb der Europäischen Union, Europas, der hier lebt, ein Wahlrecht erhalten soll. Und ich sage, das kann es nicht sein. Denn das Staatsbürgerschaftsrecht ist ein wirklich hohes und heiliges Recht für uns. Das muss man sich verdienen und da muss man sich auch zu diesem neuen Land als Heimat bekennen und auch entsprechende Leistungen bringen. Und ich denke, das darf nicht als Geschenkartikel verkommen, dass man sagt, da soll ja jeder, der bei uns lebt, gleich woher er kommt, alle Rechte kriegen, aber die Pflichten muss er nicht übernehmen. Das ist für mich ein völlig falscher Ansatz. Und wir haben übrigens so einen Gesetzesbeschluss, der in Wien einmal getroffen wurde, unter Rot-Grün. Da wollte man das schon einführen. Dann auch beim Verfassungsgerichtshof gekippt, weil das nämlich verfassungswidrig auch wäre. Und ich halte das auch für wichtig, dass das weiterhin gesichert bleibt. Ja. Aber nur zu den, weil Sie gesagt haben, Rechte und Pflichten, die der Staatsbürger hat, die, oder nur der Staatsbürger soll sie haben. Was ist denn das? Ne? Das ist, er arbeitet hier, er zahlt seine Steuern, er lebt hier. Also genau so wie ein Staatsbürger ist das nicht eigentlich nur ein formaler Unterschied, der sich genauso verbunden auch dem Land fühlt, ne? Weil er schon 10, 20 oder 25 Jahre da ist. Wenn er so lange lebt, kann er ja einen Antrag stellen auf die Staatsbürgerschaft. Das wollte ich jetzt gerade nachfragen. Kann er ja einen Antrag stellen. Was macht aus Ihrer Sicht oder aus Sicht der NEOS dann die Staatsbürgerschaft in ihrem Wesen noch aus? Ja, das unbeschränkte Aufenthaltsrecht, nicht? Also mit der Staatsbürgerschaft verbunden ist das Recht, in diesem Staat zu bleiben. Also ohne Rücksicht darauf, ob man jetzt selbsterhaltungsfähig ist, ob man
ob man sein Auskommen finden kann. Aber das ist der Platz, wo man sein kann. Und man kann als Bürger alle Rechte... Dafür braucht es ja die Staatsbürgerschaft gar nicht mehr, weil das in der EU für 27 andere Staatsbürger möglich ist. Ja, die EU ist eben so eine enge Gemeinschaft, aber es gilt nicht für alle, die auf der Welt leben. Ne? Da gilt das nicht. Für die Unionsbürger gilt das schon. Aber jetzt weiß ich nicht, für einen Afrikaner gilt das natürlich nicht. Ne? Das ist der Unterschied zwischen einem Staatsbürger und einem Nichtstaatsbürger. Die EU ist ja... Da haben wir ja eine Vereinheitlichung erreicht und gleiche Rechte für die Unionsbürger erreicht. Also das kann man dem nicht gegenüberstellen. Also kurz zusammengefasst, was das Wahlrecht betrifft, für alle Menschen aktiv. Passiv soll zum Beispiel auch der Slowene, der in Österreich wohnt, zum Bundespräsidenten kandidieren können. Sie wollen keine weitere Ausdehnung des Wahlrechts auf weitere Gruppen. Für völlig absurd, damit haben wir das offen sagen. Dazu wird es nicht aber das liegt daran, im Wahlprogramm. Dass die Neos nicht stark genug sind zum Glück. Staatsbürgerschaften, weil davon gerade die Rede war, auch interessant. Die Neos wollen Doppelstaatsbürgerschaften und gerade in der Diskussion um türkisch-österreichische Doppelstaatsbürgerschaften ist das öffentlich geworden, wann man die verlieren kann, respektive wann man sie nur bekommen kann, nämlich bei Zurücklegung der anderen Staatsbürgerschaft. Das soll nicht mehr Voraussetzung sein für die Neos, dass man die andere Staatsbürgerschaft zurücklegt auf dem Weg zu einer europäischen Staatsbürgerschaft. Warum ist Ihnen die Doppelstaatsbürgerschaft so wichtig? Weil das für viele Leute einen wirklichen Konflikt bedeutet, wenn sie um eine Staatsbürgerschaft ansuchen, die eigene Staatsbürgerschaft zurücklegen müssen. Die leben schon 10 Jahre in Österreich und sind aber ihrem Heimatland, wo sie herkommen, auch noch verbunden. Und diese Staatsbürgerschaft müssen sie zurücklegen. Zum Beispiel, wenn sie in der Schweiz sind, ich weiß das nur, weil es in meiner Familie vorkommt. Und dann können sie aber auch immer einen Antrag stellen, dass sie die eigene Staatsbürgerschaft behalten. Da ist es ja oft nicht das große Problem. Diskutiert wurde es natürlich im Zusammenhang mit den Doppelstaatsbürgerschaften österreichisch-türkischer Bürger, die bei uns leben und das wiederum im Zusammenhang mit dem Türkei-Referendum natürlich. Da muss man wieder zwei Dinge unterscheiden. Die geltende Rechtslage, das muss natürlich eingehalten werden. Das kann ich nicht jetzt, kann ich nicht Staatsbürgerschaften. Das ist klar, die begründen. Geltende Rechtslage kennen wir. Wer eine andere Zukunft Staatsbürgerschaft hat, kann nicht Österreicher sein. In vielen Fällen. Ja, es gibt Ausnahmen. Wir sind ja da jetzt nicht im juristischen Seminar. Aber in der Regel, und bei den Türken ist das diskutiert worden, die auch die österreichische Staatsbürgerschaft haben und erwählen könnten. Das wäre ihnen aber trotzdem recht, wenn Menschen, die zuwandern, beide Staatsbürgerschaften behalten können. Das ist der ich Sinn kann dieser mir das vorstellen. Ja. Ja. Das finde ich, ich sage wirklich, ich finde das einfach wirklich falsch oder auch empörend. Ich sage es einfach so. Ich sage Ihnen warum. Wenn Menschen zu uns kommen, legal, rechtskonform und sagen, sie wollen in Österreich leben, sie wollen hier arbeiten, sie wollen vielleicht es sich hier auch besser stellen, weil sie mehr Möglichkeiten haben, ist das ja in Ordnung. Ja? Und da braucht man nicht unbedingt eine Staatsbürgerschaft dafür. Ja? Wenn man aber sagt, ich will wählen, ich will mitentscheiden, ich will in diesem Land mitbestimmen, na, dann muss man sich entscheiden. Will man diesem Land als Staatsbürger angehören, dann muss man sich entscheiden. Ich kann doch nicht der Diener zweier Herren sein. Ja, ich kann doch nicht sagen, naja, jetzt machen wir Doppelstaatsbürgerschaften, vielleicht in Zukunft vielleicht sogar 3 mögliche Staatsbürgerschaften. Das wäre ein völlig falscher Zugang. Und natürlich, es ist eine Ausnahmeregelung heute, dass es möglicherweise da und dort genehmigte Doppelstaatsbürgerschaften gibt. Es gibt nicht so wenige. Ja, aber, und jetzt kommt das große Aber, es dürfte offenbar, und das ist nicht nur ein Beispiel der Türken festzumachen, zigtausende mutmaßliche Scheinstaatsbürger geben, die nämlich nach unserem gültigen Gesetz ihre Staatsbürgerschaft zurücklegen müssen, wenn sie unsere beantragen und erhalten. Das ist passiert offensichtlich und man hat dann rechtswidrig, sich quasi illegal und rechtswidrig wieder die Staatsbürgerschaft zurückgeholt. Und das kann man nicht tolerieren. Das ist ein Betrug an unserem System. Ja, aber das ist ganz anderes. Das ist gültige Rechtslage. Das gehört die andere. Das passiert nur zur Zeit. Da geht es aber jetzt um die Verwaltung. Da geht es jetzt um die Verwaltung und Sie kandidieren zum Nationalrat und wir wollen daher über Gesetze reden, die allenfalls in der Zukunft geschaffen werden. Darf ich nur ein Wort noch sagen? Bitte. Der Ausgangspunkt Ihrer Argumentation ist, dass ein Mensch nicht loyal zu zwei Staaten sein kann. Und sie knüpfen an die Staatsbürgerschaft, an diesen Formalakt, der ja auch ist, diese Loyalität, die jemand empfindet. Und ich glaube, das glaube ich nicht. Es ist nicht, es ist nicht die Loyalität, führt uns darüber hinaus Christ, gibt es Gefühl, Rechte. Die Identität. Rechte und Pflichten, und die muss man schon festmachen. Wahlrecht zum Beispiel. Dieses Thema der Staatsbürgerschaften führt uns zum Thema Österreich als Einwanderungsland. Die Neos sehen Österreich als Einwanderungsland. Da heißt es auch im Wahlprogramm, Österreich war und ist ein solches. Was folgt dieser Feststellung an Politik?
dass wir ein Einwanderungssystem brauchen, was versäumt wurde in der Vergangenheit. Die Einwanderung läuft jetzt bei uns übers Asyl und das ist die denkbar schlechteste Methode. Aber ein Einwanderungsstaat, der muss klare Kriterien festsetzen, nach denen zu bestimmen ist, ob jemand einwandern darf. Das ist versäumt, wir haben die Rot-Weiß-Rot-Card, aber das ist so viel Bürokratie, dass das in der Praxis nicht funktioniert. Also, ich glaube auch, dass in dem fehlenden Bekenntnis dazu, oder Bekenntnis ist vielleicht zu viel gesagt, in der fehlenden Akzeptanz der Realität, dass ja Menschen einwandern nach Österreich, viel versäumt ist, worden ist in der Vergangenheit und das eine der Ursachen der großen Probleme ist, die wir heute haben. Wir haben zum Beispiel viele serbische Einwanderer in Österreich, bosnische Einwanderer in Österreich, kroatische Einwanderer in Österreich, die ja wirklich eine Stütze unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft sind. Jetzt sollen wir sagen, ja, eigentlich wollen wir die gar nicht. Ist gar nicht richtig, dass sie da sind. Die sind gekommen, die haben sich hier eingelebt, weil eben Österreich andere aufnehmen kann und auch, das wird auch immer wieder vertreten, aufgrund der demografischen Entwicklung auch aufnehmen muss, wenn wir die sozialen Sicherungssysteme auch zukunftsfit machen wollen. Aber vielleicht können Sie uns da inhaltlich etwas sagen, was die Zahlen betrifft, was die Kriterien betrifft, etc. Zur Einwanderung. Sie haben gesagt, jetzt funktioniert Einwanderung weitgehend über das Asyl. Das soll es nicht sein. Also ähnlich wie das Kanada hat. Kriterien, die Rot-Weiß-Rot-Card funktioniert nicht, sagen Sie. Also wie sollen die Kriterien dann ausgestaltet sein? Welche Qualifikationen gewünscht sind? Ich weiß nicht, wir brauchen Schweißer, wir brauchen Tischler, keine Ahnung. Oder IT-Fachleute, die brauchen wir ja wirklich nicht. Also Leute, die bestimmte Qualifikationen aufweisen, die sollen die Möglichkeit bekommen, hier einzuwandern, so wie es bei Australien und Kanada ist. Und wenn bei Kanada jemand einwandert, der diese Kriterien erfüllt, der wird vom ersten Tag an betreut. Und dadurch ist natürlich die Integration dann wesentlich erleichtert. Selbst die FPÖ will ja Einwanderung, da heißt das qualifizierte Zuwanderung. Ist die aus Ihrer Sicht jetzt noch möglich nach dem Jahr 2015? Braucht das Österreich? Ich glaube, was man, und das ist ganz wichtig zu differenzieren eben, es wird ihm alles sozusagen über einen Kamm geschert. Man spricht heute teilweise bei den Flüchtlingen, immer in der Überschrift die Flüchtlinge, oftmals sind Wirtschaftsflüchtlinge dabei, Menschen, die sich, und das versteht man ja aus deren Perspektive, ja, sozialpolitisch, wirtschaftspolitisch verbessern wollen, aber keine Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention sind, sondern halt versuchen, über diese Krücke hier zuzuwandern. Ja. Und da ist viel, viel Missbrauch auch passiert in den vergangenen Jahren, auch durch eine rot-schwarze Regierung, die hier völlig versagt hat im Grenzschutzbereich. Was heißt qualifizierte Zuwanderung? Naja, was haben wir erlebt in den letzten Jahren? Wir haben eine Zuwanderung in der Regel in unser Sozialsystem erlebt, ja, dass dieses Sozialsystem auch zur Explosion bringt. Und eine Fairness-Krise erzeigt hat. Genau, dort will ich ja hin. Ja, aber Herr Leitner, wie muss man kommen wir Frage zu... Jetzt möchte ich genau, antworten. Aber ich wiederhole Sie nur, damit wir zum Kern der Frage kommen. Qualitative Zuwanderung, Sie die Zeit. Bitte. Ja, und wenn wir sehen, was da angerichtet worden ist, dann muss man genau dort ansetzen. Es braucht jene in den Sektoren, wo wir Bedarf haben, die eine Qualifikation mitbringen, die in den Arbeitsmarkt kommen und arbeiten und Steuern zahlen und eben nicht vom Sozialsystem leben. Ja. Und wo wir die Missbräuche, die es gibt, abstellen. Und es gibt bei uns in Österreich über 100.000 rechtswidrige Aufhältige, ja, die nicht abgeschoben, nicht rückgeführt werden. Ja. Und wir haben allein im Jahr 2015 über 1 Million Menschen, ich sage jetzt zum Teil, rechtswidrig hereingelassen und massive Probleme, wo wir eigentlich jetzt überlegen müssen, wie können wir die Probleme, die hier zugelassen worden sind, abbauen und das korrigieren. Ich muss jetzt trotzdem zu einem anderen Thema kommen. Ich weiß jetzt noch immer nicht, was qualitative Zuwanderung ist, weil das alles Ursachenanalyse war. Ganz klar, so wie in der Schweiz. Wenn wir Sektoren haben, wie dass wir Schweißer brauchen, IT-Experten brauchen, aber in anderen Bereichen braucht es eine sektorale Schließung des Arbeitsmarkts zum Beispiel, wo heute österreichische Arbeitnehmer in die Arbeitslosigkeit gedrängt werden von Hunderttausenden osteuropäischen Arbeitern, dem untersten Kollektivvertragsbereich. Kommen wir zu dem, was Einwanderung, Zuwanderung über welche Wege auch immer auslöst, nämlich kulturelle Unterschiede. Am kommenden Sonntag, 1. Oktober, tritt das Burka-Verbot in Kraft, so genannt, Gesichtsverschleierungsverbot also, wie das im Gesetz heißt. Sie haben beide Parteien nämlich, Sie sind nicht im Nationalrat, aber die Neos und die Freiheitlichen gegen dieses Burka-Verbot gestimmt, aber wohl aus ganz unterschiedlichen Gründen. Warum sind die Neos dagegen? Ja, ich finde, es ist reine Symbolpolitik. Das ändert ja nichts an den Problemen, die wir da haben. Und es sind gewaltig, die Integrationsprobleme.
da müssen andere Maßnahmen getroffen werden und das Burka-Verbot bringt nichts. Weil ich weiß nicht, wie viele Burka-Trägerinnen es in Österreich gibt, vielleicht arabische Touristinnen, die in Zell am See sind oder in Wien am Graben einkaufen, da gibt es vielleicht ein paar. Also das ist eine reine Symbolpolitik. Was getan werden muss, ist, die Möglichkeiten für die Integration zu verbessern. Und wir haben eine große Zahl von muslimischen Zuwanderern in Österreich, die auch da bleiben werden. Und diese Menschen, wenn denen ständig signalisiert wird, na, eigentlich wollen wir euch gar nicht und eure Religion, na furchtbar, da werden die sich dann integrieren, ganz im Gegenteil. Die werden sich noch stärker mit ihrer Herkunftskultur und mit ihrer Religion identifizieren. Also es ist völlig kontraproduktiv. Was wir tun müssen in der Integration ist, ganz klar festlegen, welche Werte, welche Richtlinien bei uns gelten und woran sich jemand halten muss und das dann auch durchsetzen. Die Motive der FPÖ waren ganz andere, dagegen zu stimmen. Herr Leitner, Sie wissen, dass wir, ich glaube, seit länger als 12 Jahren permanent die Einführung des Burka-Verbots auch gefordert haben und darüber hinaus auch weitere Maßnahmen, nämlich auch im öffentlichen Schulbereich, im öffentlichen Dienst und an den Universitäten ein Kopftuchverbot. Warum? Weil natürlich das ein Signal ist eines politischen Islam und nicht Religiosität. Da geht es sehr wohl um Unterdrückung von Frauen. Da geht es darum, dass Frauen in dieser Gesellschaft ja gezwungen werden durch den politischen Islam, ihre Fraulichkeit nicht zu zeigen und nicht leben zu dürfen. Und man quasi sagt, das ist jetzt das vorgegebene Eigentum vielleicht sogar eines Mannes bis hin zu einem Ehrenmord und anderen wahnsinnigen Entwicklungen. Und ich glaube, wir haben da eine verdammte Verantwortung, gerade bei einer Entwicklung, wo Integrationsversagen so eklatant, ja, auch durch die Aslan-Studie jetzt aufgezeigt und bestätigt wird, wo 40% der islamischen Mitbürger radikal-islamistische Forderungen haben bis hin zur Einführung der Scharia. Da sieht man, was da schiefgelaufen ist. Und da ist ein extremer Handlungsbedarf gegeben, gegenzusteuern. Und wir erleben ja die Entwicklung. Ich meine, auch die ÖVP hat mit ihrem Integrationsminister islamische Kindergärten. Weil sie wollten, dass es weitergeht, nicht? Mit anderen Worten und kurz gesagt. Nein, weil wir mehr wollten. Wir haben einen eigenen Antrag eingebracht und das wissen Sie, Herr Leitner, wenn Sie recherchiert haben. Ich wollte es von Ihnen hören. Nein, ich weiß das auch. Ich könnte es kürzer beantworten, die Frage, weil Sie weitergehende Maßnahmen haben wollten. Darf ich das? Bitte, ja, bitte. Aber müssen Sie nicht bei all diesen Maßnahmen fragen, was es bringt? Ja. Weil Sie haben das Problem ist, wir haben ein großes Problem mit der Integration, gerade muslimischer Zuwanderer. Und müssen wir dann nicht sagen, was müssen wir tun, um hier bessere Bedingungen zu schaffen? Und diese Aktionen führen nur dazu, dass die Situation noch schlechter wird. Die Frauen von der Unterdrückung zu befreien, das wäre die richtige Maßnahme. Und da ganz mutig zu sagen, wer bei uns leben will, der hat sich unseren Regeln und auch Gesetzmäßigkeiten auch anzupassen und unterzuordnen. Und glauben Sie mir, das würde die Frauen befreien. Das Problem ist ja, dass wir das zulassen durch solche Mechanismen, dass die Männer einen Druck ausüben können auf ihre Frauen, auf ihre Töchter, auf ihre Schwestern. Und das wollen wir nicht. Die unterschiedlichen Positionen kennen wir jetzt dazu. Einen Gedanken noch, so Sie darauf sagen meiner wollen. Erfahrung nach gibt es auch viele Frauen, die sagen, ich will das tragen, jetzt, wie immer man dazu steht. Okay. Nicht? Ob das immer Unterdrückung ist, ob das immer Fremdbestimmung ist, ich würde mir nicht anmaßen, das beurteilen. Da bin ich aber in der Privat, soll jeder sein Kopftuch tragen. In der Schule hat es nichts verloren. Darüber kann man reden, ja. Wie wohl sich Menschen bei uns fühlen, hat was mit dem sozialen Frieden zu tun. Der führt uns jetzt zum Schluss noch zu einem Kapitel, das ich aufgrund der Zeit doch noch versuchen möchte, mit Ihnen zu diskutieren, den Arbeitsmarkt ganz grundsätzlich. Lassen Sie mit etwas ganz Konkretem anfangen, der Sonntagsöffnung und der Liberalisierung derselbigen. Da sind die Positionen ja doch sehr unterschiedlich. Die Neos wollen die Ladenschlusszeiten, heißt es, so wie sie jetzt bestehen, abschaffen. Inwiefern? Indem jeder aufsperren kann, wann er will. Ja. Auch am Sonntag? Auch am Sonntag. Und die haben wir ja schon. Eine klare Ansage, dass Sie die Freiheitliche Partei anders? Ich sage ganz offen, also für uns ist der Sonntag, wenn es auch darum geht, dass da ein Tag heilig sein soll für die Familie, dass man, und das ist leider nicht für alle Berufsgruppen natürlich möglich, brauchen wir gar nicht reden, aber der ist uns schon heilig. Und natürlich sollen Ausnahmemöglichkeiten da sein. Ich sage im innerstädtischen Bereich in Wien zum Beispiel, Familienbetriebe, wo die Familienmitglieder bereit sind, sich hineinzustellen und vielleicht auch Mitarbeiter freiwillig. Aber es kann nicht sein, dass wir das allgemein öffnen und damit die großen Konzerne und die großen Handelsketten ja wieder an Druck kommen, ihre Mitarbeiter zwingen zu können, auch am Sonntag zu arbeiten. Das wollen wir nicht. Herr Strache, da gibt es Schutzvorschriften, die es jetzt auch schon gibt. Und gehen Sie mal am Sonntag am Bahnhof, in so einen Spar oder am Flughafen, dann sehen Sie, es alles voll.
Da gehen Sie zu den Tankstellen, da wird überall eingekauft. Also ist das ist doch eine Pseudopolitik. In Wahrheit ist es schon völlig anders, nicht? In Wahrheit gibt es genug Möglichkeiten, auch am Sonntag einzukaufen. Und es sind nur die gehindert, gerade in den Tourismusgebieten, wo das ja möglich wäre, dass sie aufsperren, aber nicht geschieht, so wie in Wien. Die haben dann einen Nachteil. Aber wenn man das den Menschen überlässt, und natürlich muss man die Arbeitnehmer schützen, was soll da falsch dabei sein? Also völlige Aufhebung der Ladenöffnungszeiten. Sie schützen ja die Arbeitnehmer nicht, sie öffnen es ja. Und nein, damit Sie können den Arbeitnehmerschutz vorsehen. Und wenn Sie nun entsprechende Zuschläge vorsehen, die gezahlt werden müssen, wenn jemand am Sonntag arbeitet, dann wird man sehen. Das führt uns zum Thema. Also ich glaube, in der getriebenen Zeit ist es ganz schön, wenn man am Sonntag einmal zumindest in vielen Berufsgruppen die Gewissheit hat, jetzt habe ich mehr Zeit für meine Kinder, für meine Frau, für meinen Mann. Ich glaube, dass das ganz gut ist. Aber es ist eine schöne Vorstellung. Man kann das für Familienbetriebe, sollte man es öffnen, und für den innerstädtischen Bereich macht es Sinn. Aber so etwas müsste dann über Kollektivverträge beispielsweise verhandelt werden, wenn es darum geht, Ladenöffnungszeiten so weit auszudehnen, wie Sie das hier jetzt auf den Tisch legen. Mit der Schutzarbeitnehmer. Sie verbindet aber beide eine gewisse Skepsis gegenüber den Sozialpartnern und insbesondere gegenüber der Pflichtmitgliedschaft bei den Kammern. Und insbesondere die NEOS wollen die Kollektivverträge sozusagen obsolet machen und meinen, das könnte man alles über Betriebsvereinbarungen organisieren. Kann man das gerade, wenn man so weit geht und eine völlige Liberalisierung dieser Öffnungszeiten haben will, sich dann wirklich als Arbeitnehmer mit dem eigenen Chef ausmachen? Nein, das kann ja der Arbeitnehmer nicht. Das wäre ja auch eine Betriebsvereinbarung, würde der Betriebsrat abschließen. Die Arbeitnehmer in ihrer Gesamtheit, die trotzdem natürlich schwächer sind, als wenn es die Gewerkschaft mit der Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer macht. Also ich glaube nicht, dass man die Kollektivverträge, dass man gänzlich darauf verzichten kann, das glaube ich nicht. Aber was absolut notwendig wäre, wäre eine Bereinigung dieses Wildwuchses. Ich glaube, wir haben 750 Kollektivverträge, so ungefähr so eine Zahl. Und wenn man sich die Kollektivverträge anschaut, sind minimale Unterschiede bei den Berechnungsvorschriften wie Sonderzahlungen, was weiß ich immer. Das ist ein riesengroßer bürokratischer Aufwand, dass jetzt ein Lohnverrechner muss, ich weiß nicht, wie viele Programme haben, oder Sie haben zum Beispiel ein Unternehmen, eine Druckerei zum Beispiel, und da sind Offset-Drucker und ich weiß nicht, wie die anderen heißen, und Sie haben da 5 Kollektivverträge. Der eine arbeitet 38 Stunden, der andere 38,5 Stunden. Ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Also ich glaube, diesen Wildwuchs, das kann man bereinigen, das kann man einfacher machen. Aber die Kollektivverträge den Betriebsvereinbarungen gleichstellen, so steht es im NEOS-Programm drinnen. Eine Betriebsvereinbarung, das braucht auch eine Gewähr, dass eben hier die Arbeitnehmerrechte auch gewährt werden. Und das ist schon, wir haben ja ganz ein starkes Arbeitsrecht zum Beispiel. Das dann natürlich nicht mehr so stark wäre, wenn die Betriebsvereinbarungen das auf betrieblicher Ebene durchkreuzen könnten. Der größte Teil der Bestimmungen im Arbeitsrecht ist zwingend. Von denen kann gar nicht abgegangen werden, was die Arbeitnehmerschutzvorschriften sind. Was die Entgeltbestimmungen sind, natürlich nicht. Da ist ein Verhandlungsspielraum. Zum Schluss. Ja, vielleicht zwei, bitte, damit, ja, damit es wichtig ist. Ja. Also ich glaube einmal grundsätzlich, zum Glück sind ja über 95% aller Berufssparten ja kollektiv vertraglich gesichert. Das ist ja bitte nicht in Abrede zu stellen. Ja? Und es wäre daher gescheit, und da verbinden wir uns bei dem anderen Bereich nicht, aber dass eine Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer existieren können soll, ist klar. Und dass die Sozialpartner wichtig sind, ist auch klar. Aber es muss keine Zwangsmitgliedschaft geben. Jeder Arbeiter soll aufgrund einer Serviceleistung sagen, die Arbeiterkammer macht es gut, ich möchte freiwillig Mitglied werden, ich zahle ein. Und genauso auch der Unternehmer bei der Wirtschaftskammer. Weg mit den Zwängern, weil da werden heute hunderte Millionen, sowohl bei der Arbeiterkammer wie auch Wirtschaftskammer, für Immobilienanschaffung eingesetzt und für SPÖ und ÖVP-Funktionäre, die im Betrieb angestellt werden und wo man bis hin zu Luxusgaragen dann auch sich selbst zuschaufelt. Und das ist bitte nicht mehr zeitgemäß. Gut. Ganz zum Schluss möchten wir wie immer ausloten, wie sehr die Parteienpaarung in der jeweiligen Sendung miteinander kann oder eben nicht. Jetzt wissen wir, für die NEOS ist eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen. Aber heißt das, Frau Gries, dass es ausgeschlossen ist, dass die NEOS in der Regierung sein werden? Oder sehen Sie eine Alternative zu einer freiheitlichen Regierungsbeteiligung nach dem 15. Oktober? Na ja, natürlich. Also wenn die NEOS sehr stark werden, die Grünen sehr stark werden, natürlich geht es aus. Geht es aus mit einer der beiden anderen Parteien. In einer Dreierkoalition. In einer Dreier. Zweier wird sie nicht ausgehen. Ja, jetzt hat die SPÖ schon die kategorische Ausschließung der SPÖ beendet. Der FPÖ. Ist das gleichsam jetzt so, dass diese Franitzky-Doktrin des Ausgrenzens der FPÖ bei den NEOS übrig geblieben ist? Weil Sie sagen, mit den Freiheitlichen sicher nicht. Ganz und gar nicht. Es kommt auf die Inhalte an. Und die Haltung der FPÖ zu Europa ist mit der Haltung der NEOS nicht vereinbar. So wie, vielleicht ändert es die FPÖ, dann ist natürlich das anders, nicht? Aber aus Sicht heute gibt es nachher keine Koalition mit den Freiheitlichen. Eine solche Konstellation können Sie sich gar nicht vorstellen.
ist ja auch rein rechnerisch nicht möglich. Außer nein, aber ich frage jetzt politisch. Politisch. Ich sehe beim Europathema sehe ich keinen Spielraum. Ja? Also ich glaube, da kann Neos. Also bei einer gemeinsamen Regierungsbeteiligung gibt es keine Perspektive oder für eine Wenn solche. Die Haltung zu Europa so bleibt, wie sie ist, nein. Ja. Ist es umgekehrt auch so, dass Sie sich keine gemeinsame Konstellation, wie auch immer das rechnerisch sein sollte, sich mit den Neos vorstellen können? Na, mal grundsätzlich, glaube ich, wäre das gerade in der Demokratie, ich empfinde es für problematisch, wenn man permanent versucht, inhaltlich zwar gerne da oder dort versucht, Gemeinsamkeiten zu finden und gemeinsame Anträge einzubringen, aber dann halt kategorisch sagt, naja, aber sonst wollen wir keine Zusammenarbeit, das ist ja nicht ehrlich und in der Demokratie auch nicht gescheit. Ich sage aber, als gelernter Österreicher gibt es ja eh ganz andere Realitäten. Ja? In Wahrheit muss man eines wissen, dass eine schwarz-rote Fortsetzung, die wahrscheinlichste ist, hat ja heute auch der EU-Abgeordnete Karos auch eingefordert, auch der Landeshauptmann Platter und Schützenhöfer. Das heißt, um das zu verhindern, braucht die FPÖ, denn nur wenn wir so stark werden, dass die zwei nicht wieder das fortsetzen können, nur in einer Drehung, gibt es eine Chance auf Veränderung. Da sind wir die Kraft der Veränderung. Sie kämpfen um den Einzug ins Parlament, ich verstehe schon. Aber da haben Sie genügend Schwierigkeiten und Sorgen. Aber ich denke, das ist schon sehr hochtrabend, sich hinzustellen und also, zu sagen, wir wollen da Regierungsbeteiligung. Auch nicht unbedingt. Ich wollte das Schlusswort eigentlich beim Herrn Strache lassen, aber Sie sind so ein bisschen im Rückstand. Bitte einen Gedanken noch dazu. Das schließt doch eine Zusammenarbeit auf einzelnen Gebieten nicht aus. Neos haben in der letzten Legislaturperiode einige Male mit Ihnen auch gestimmt. Genau. Also das ist Ihnen ja das ist ganz ist parlamentarisch natürlich möglich, aber wie wir jetzt mitbekommen haben, sehr unwahrscheinlich in einer gemeinsamen Regierungszusammenarbeit. Danke Ihnen beiden für das Gespräch und dass Sie heute unsere Gäste waren. Ich hoffe, dass es auch für die Gäste im Studio hier bei uns, die Schülerinnen, den Schülerinnen und Schülern interessant war und insbesondere natürlich Ihnen zu Hause eine Konfrontation war, die wieder ein Stück mehr Orientierung im laufenden Wahlkampf bringt. Ob das aus politikwissenschaftlicher Sicht auch so war, dem geht in der ZIP 2 wie immer Peter Filzmeier nach. Der ist Live-Gast bei Armin Wolf und Ulla Kramer-Schmidt geht Sachfragen auf den Grund, die in der letzten Dreiviertelstunde möglicherweise strittig geblieben sind. Die nächste Konfrontation gibt es dann gleich morgen zur selben Zeit. Da ist dann bei Claudia Reiterer oder sind dann die Spitzenkandidaten von ÖVP und Grünen zu Gast. Ich verabschiede mich für heute. Schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank.